weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, ein bisschen spiele ich noch. Helfen wir mal, Leonardo. Hallo. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Jupp. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt, die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Lasst uns weitergehen. Da wären wir, San Giacomo di Rialto, die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm, magnifico. Kommt, kommt, es gibt noch mehr zu sehen. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Ja. Weiter, weiter. Etwas Sightseeing durch die Stadt. Jo. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Gut, jetzt hier weiter. Und hier haben wir den Palazzo della Seta. Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange wieder Gutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Ja, ja. Weiter, weiter. Immer durch die Stadt. Na, 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 na. Dauert ein bisschen jetzt. Aber okay. So, hier sind wir zu Hause. Also ich nicht, aber Leonardo. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen.
Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Ja! 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 Juhu, und damit könnte ich das Let's Play eigentlich schon beenden, weil mein größtes Ziel habe ich jetzt eigentlich schon erfüllt. Denn es ist so, dass ich beim ersten Mal durchspielen hier Leonardo nicht umarmt habe. Ich fand diesen tollen Ort, den du entdecken kannst, dort kannst du üben. Schnauze. Ist auf der Karte markiert. Okay. Aber ich wollte ihn so gerne umarmen, weil er irgendwie so nett ist und ich finde ihn voll cool und voll der nette Typ so und dann habe ich es irgendwie verpennt, weil ich was getrunken hatte in der Zeit, wo dieses Aktionsdingens da Quicktime-Event kam, und jetzt habe ich es geschafft. Eigentlich habe ich schon mein größtes Ziel erfüllt. Das finde ich gut. Aber natürlich, was macht ihr denn da oben? Mache ich weiter hier mit dem Let's Play. Wie gesagt, ich könnte aufhören. Ach, da hinten steht noch so einer. Ja. Zack. Du hast hier gar nichts zu... Ah! Sagen! So. Gut. Hier runter muss ich jetzt, oder was? Na, plünder ich die Truhe da noch. Zack. So, und jetzt muss ich hier unten wahrscheinlich irgendwo hin. Wenigstens hier drauf landen. Ein Geisteskranker. Vielleicht sollte man ihn aufhalten. Ich mache hier erstmal Schluss. Ich werde sowieso nur noch rumgeschubst hier. Von dem Typ. Ah. Naja, gut. Ich mache Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal geht es weiter mit Let's Play Assassin's Creed 2. Bis dahin.